Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei City Game Studios. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird noch nicht so sehr geschaut, das ist halt die Frage. Also wenn ihr das Video schaut und das Video gerne schaut oder die Playlist, dann schreibt es gerne mal in Kommentare. Denn viel wichtiger ist, dass es viele surround, ist es zumindest, dass es Leute mögen. Und das nicht der Fall ist, werde ich es einfach einstampfen und ein neues Spiel suchen, was vielleicht besser ankommt. Also gebt gerne Feedback. Und daher, so haben wir einen von uns? Nee, kein Spiel von uns war dabei. Messe ist schon ganz gut besucht, ne? So, wo sind wir denn gerade dran? Landwirtschaftssimulator 09. Der ist neu, oder? Genau, hier ist der wird portiert nur, ne? Okay. Auf die beiden PCs. Oder auf die Varianten Windows-Version. Das kriegen wir hin. Der läuft mehr schlecht als recht, oder? Wobei, der hat schon seinen Gewinn eingefahren. Ne, da werden wir schön weiter dran drehen. Jetzt an der Portierung. Da können die anderen ruhig auslaufen. Dann können wir Messen machen, sobald wir 100.000 Fans haben. Da sind wir ja auch auf gutem Weg. Cyberpunk Haustiere, okay. Schau gerade mal, ob irgendwas dir Siege geeignet ist. Oh, hier, guck mal. Da ging es ordentlich hoch. Wahrscheinlich auch hier. Ne, da noch nicht mal so. Okay. Aber die ist auch im Gewinn. Ne? Es gibt drei Spiele. Da können wir ja auch mal sagen. Gib uns mal die Videospielauflistung. Genau, zwei von denen. Okay. Aber das ist gut, dass die auch dann für uns machen. Das dürfte sich auch hier bemerkbar machen, denke ich. Ja, unsere Aktie. Nein, leider nicht. Aber das war auch schon ordentlich. Vielleicht haben wir es auch portiert. Das kann natürlich sein. Hier ist es natürlich auch gut zu sehen. Spielverkäufe. Da können wir auch mal weitermachen. Game Pass zum Beispiel, ne? Offline Store, Betas. Da gibt es noch einige Projekte, die wir starten können. Aber wenn es euch zu langweilig ist, schreibt es ehrlicherweise. Dann beschäftigen wir uns einfach mit einem neuen Projekt. Wenn ihr es aber mögt, wenn ihr es feiert und gerne seht, dann schreibt genau das da rein, ne? So, hier hat er noch gar nicht begonnen. So, okay. Wir können ja hier sagen, was macht hier das Vierer? Können die doch ein bisschen arbeiten dran? Oh, naja, zack. Oh, da geht's auch direkt los. Das Vierer ist übrigens der Neubau. Da passen nur einige rein, ne? Hier geht es auch wieder runter, okay. So ist hier mehr runter, okay. Schon eine andere Hausnummer, ne? Okay. So, ab dem Jahr 2010 soll mit dem neuen beginnen. Lass aber vorher mal gucken. Warten wir auch mal die Portierung erst ab. In die Engine müssen wir ein bisschen was reinstellen. Das können wir natürlich jetzt hier auch gucken. Jetzt hier auf die 7.1 gucken. Ob wir da schon wieder was Neues, ja hier, gern. Und wir müssten auch schon fast Orchestermusik. Also was braucht man nicht, ne? Eigentlich nicht. Cloud-Rangliste, okay. Hier gibt es direkt eine Strafe von 2%, haben wir. Bewegungserkennung. Das wäre sowas wie Head-Tracking, ne? Sound. Voxel-Grafik. Das wäre besser als Dings, okay. Boah. Da müssten wir schon sogar fast wieder an den Dings arbeiten. Von der Plattform. Messe geht auch immer weiter hoch, das ist gut.
Das könnte es noch mal. Hier, die machen trotzdem 400.000 Umsatz damit, ne? Einfach weil das die Spitze so hoch ist. Wenn sobald die weg ist, dann gleicht sich das ja auf das an, was noch übrig ist. Und dann sieht man ein bisschen mehr den Unterschied wie hier. Und hier sind wir jetzt in auch 400.000. Ist so in etwa der Bereich. Aber guck mal, der hat auch gut Geld vermacht, ne? Der Planer online. Ja, so Sachen, die können wir auslaufen lassen. So, also unten ist gleich soweit, da könnten wir da noch mal. Was macht denn unsere Plattform? Eigentlich ist die schon 61 Millionen Gewinn gemacht. Aber wir können auch hier vom Preis runtergehen eigentlich. Die kostet uns Erstellung 244. Wenn wir da auf 299 gehen, dann ist es auch gut. Dann werden auch die Spiele mehr verkauft. Hier können wir auch veröffentlichen. Sehr schön. Wir konnten das Beste aus der Engine herausholen. Sehr gut. So. Computer erneuern. Okay, das machen wir auch mal. Die einfach bessere Computer haben. Das ist jetzt die Frage, wie sieht's aus? Brauchen wir noch nicht. Was würde denn, oder auf wie viel wird wir denn kommen, wenn wir jetzt, wer ist ja unsere, da, G3 Play Online. So. Wir stellen mal hier hoch. Okay. Was haben wir? Hier haben wir jemanden aus der Buchhaltung, ja? Konsole. Oh, guck mal hier, der i7. Den könnten wir schon. Nee, auch hier, ne, der Razer. Da geht mehr mit. Haben wir Grafik. 65 Nvidia. 77814 auf CD. Okay. Uchi. Erstellung. Okay. Welche Plattform nehmen wir denn hier? Sieht schon komisch aus, aber würde die nehmen. Mit einem schönen Controller. Touchplay. Irgendwie. Ah, ist besser. Festplatte. Auch noch die. So, jetzt kommen wir auf. Auf was kommen wir denn jetzt? Sehen wir das hier irgendwo? Doch hier. 6. 76 und 94. Abwärtskompatibel. Online ist die ja auch, oder? Ja, online ist die auch. Ja. Uns eine Studio daran schon mal bauen lassen. Ist ja abwärtskompatibel. Dann bringen wir das nächste dann darauf raus. Veröffentlichen hier. Sehr schön. Dann haben wir das. Dann können auch jetzt mal. Da ist noch nichts. Machen wir beide Büros. Arbeiten noch mal dran. Sind ja einiges am Punkt. Also wir müssen da mehr reinkriegen. Ne? Mehr am. Prozessorleistung und so weiter. Von daher einfach am nächsten schrauben.
Da werden natürlich nicht auf die warten, dass die fertig wird. Na, den nehmen wir auf jeden Fall hier. In Spiel des Jahres, mal gucken. Ob wir hier noch einen nee, Rabatt nicht hier machen. Erstmal schön gleich den Hype nutzen. Dann nehmen wir die 4 hier raus. Hier raus. Und dann soll dieses Büro hier schön mal kurz im Feierabend gehen, beziehungsweise in den Urlaub, damit wir das gleich haben für das Update. Das wird aber schnell gehen. Weiß ich nicht, ob wir noch einen. Wie sieht's aus mit einer Portierung? Nicht. Hier nicht. Nee, Android möchte es nicht drin haben. Na komm. So. Android, okay. Da haben wir es. Xbox auch nicht. Oder wie viel Marktanteil haben die denn hier? Wir sind 2. Ist es schon auf der 2 oder erst auf der 3? Wir können es ja dafür machen. Ja. Eine Million. Okay. Komm, dann mach's mal. Dafür kostet es dann aber hier 49. Launcher? Den Launcher habe ich nicht, okay. So, da sind die hoffentlich nachher dran, wenn die aus dem Urlaub wiederkommen. Kauft jetzt gerade. Ja, sehr gut. Oh, guck mal, da geht sogar der Preis runter. So, dann gehen wir auch mit dem Preis runter. Chipley Online. Hier gibt es für 199 so ein Restbestand dann halt noch. Auch hier machen wir noch ein bisschen Geld, ne? Arbeiten auch wieder komplett, das ist gut. Soria Tank. Mal hier gucken. Wir haben jetzt auch nicht viele Punkte, aber wir haben jetzt hier die Landwirtschaft freigeschaltet. Hier ist das Survival, ne? Überleben. 150 Punkte.
verkaufen. Wenn ich jetzt aber hier sage, 70 Millionen. Hoch. Epic ist auch hoch. Ich habe mich falsch, einfach für den Falschen entschieden hier. Ne? Lassen wir es mal. Nur gerade die Dividende. Okay. Das klappt schon mal. So, jetzt machen wir es hier auf der Plätze. Mal gucken, was sie da einbringt nochmal. Ne? Da kann es natürlich sein, genau, danach bringen wir den hier raus. Und dann erstmal ein kostenloses Update. Und dann ein DLC nochmal, ne? Jetzt kommen 3 Millionen, die werden wir wieder einfahren. Die haben wir ja schon eingefahren. Wir übernehmen. Öffentlichen. Ist doch ein guter Wert hier, ne? Nichts Negatives. Okay. So, und jetzt gucken wir mal. Hier machen wir erstmal kostenlos Update. Und dann müssen wir auf jeden Fall ins Modding. Physik läuft schon ganz gut. Netzwerk, ne, ist immer Schwachstelle. Optimierung generell. Tutorial brauchen wir nicht. In die Grafik noch ein bisschen reinstecken. Da haben wir noch sehr pixelig. Gameplay, ne, also Trecker hin und her fahren. Da müsste man noch ein bisschen was tun. Charakter kommen, auch der weibliche Charakter so einziehen, Story, ja, gucken. Na, wobei, das machen wir. Gameplay, das machen wir alles ins Dings dann rein, ne? Ins DLC. So, lass mal gucken, dass wir das kostenlose Update mitkriegen, den Hype. Und dann geht's ins DLC-Bereich rein. Hm. Dann sind wir auch schon im Jahr 2010, wir müssen schon an den nächsten Landwirtschaftssimulator gehen. Der muss ja in 11 rauskommen, ne? Aber erst noch ein DLC. So, jetzt können wir noch das DLC hinterherhauen. Können wir hier machen? Oh, können wir nicht machen. Können wir es hier machen? Nein. Wie das ja Spiel portiert. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, weil es gab ja erst das kostenlose Update. Aufs nächste Jahr oder so. Jetzt mach die Pause, ne? Würde ich gerne noch ein DLC. Es gab, glaube ich, im ersten gab es kein DLC. Lass uns mal lieber an den Nachfolger hier. 11. Überspringen immer eine. Menschen, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel dran tun. Buchhalter. Mal keine Buchhaltung mehr. Marketing. Aber dann noch einen Buchhalter einstellen. Personal. Buchhalter. Einstellen. Ne, Buchhalter. So, 3 Spiele, 3 Spiele, 25. 32. 3 Spiele, ist doch gut, ne? Einstellen. Und die Buchhaltung. Das hier, genau. Zuweisen. Buchhalter. Okay, dann haben wir den auch. Dann können wir eigentlich jetzt daran gehen, ne? Und jetzt hier Nachfolgerspiel. Landwirtschaftssimulator 11. Und dann. Oh, machen wir aber weiter in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.